In der Wahrnehmung, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist die Europa League auch durch uns, auch schon 2019, auch gerade in Deutschland enorm aufgewertet worden. Die Champions League ist die Krone der europäischen Wettbewerbe. Da mitzuspielen ist eine Ehre und eine Auszeichnung. Und was ganz besonders, was Eintracht Frankfurt in der Geschichte des Clubs noch nie geschafft hat. Aber es ist auch eine Elite von Clubs, bei denen ich nicht unbedingt mit jedem wirklich sozusagen immer d'accord gehe, was die Clubphilosophie und die Finanzierung anbelangt. Die Champions League wird uns viel abverlangen. Wir sind uns aber sicher, dass wir unsere grundsätzliche Philosophie der wirtschaftlichen Vernunft jetzt nicht verlassen werden, weil wir einmal in der Champions League sind. Es sind ja zwei große Namen, gegen die wir spielen können. Helsinki, 10. August, steht schon fest bei mir im Kalender. Das ist eine Riesenchance, sich auf einer internationalen Bühne zu zeigen. Wir haben eine besondere Beziehung zu Real wegen des 1960-Endspiels. Aber es gibt auch eine gute Beziehung, auch eine persönliche. Er hat ja in Frankfurt gelebt und gearbeitet. Gibt es auch zu Jürgen Klopp. Würde mich auch schon freuen, ihn da zu treffen. Aber das ist jetzt wirklich übermorgen. Das sollten wir heute erstmal die Freude des Cup-Gewinns mitnehmen. Ich habe in meinem Leben immer vom deutschen Meistertitel geträumt, aber ich habe von vielen Dingen in meinem Leben geträumt, die für mich wahrscheinlich unerreichbar sind. Ich wollte doch immer mal auf den Mond, das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und ein bisschen ist es ähnlich mit dem deutschen Meistertitel. Wir müssen die Verhältnisse richtig sehen. Wenn wir uns angucken, wer da mitspielt, gibt es ganz, ganz andere Themen und Sphären, in denen wir uns bewegen, als über auch nur annähernd über die deutsche Meisterschaft nachzudenken.